Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17. Zum ersten Mal auf der Nordfrisch Marsch 4. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, mit was fangen wir an? Ist das Feld davon nicht schon reif, dann können wir hier schon einmal den Drescher herschicken. Ja, das ist schon reif. Ja. So. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr coole Mods für diese große Karte habt. Ah ja, nur zur Information, das ist die Version 2.0, die neueste, was es gibt. So, ich habe schon ein paar Kurse eingefahren. Das ist die Feld Nummer 20. Dreschen. Okay. Dann muss ich hier umstellen. Auf Feldarbeit. So, viel Spaß. Dabei können wir den hier verkaufen gehen, den brauchen wir eh nicht. Weil für was brauchen wir einen Pickup, der steht bei uns eh nur herum. So. Ich möchte mich hier sehr höflich entschuldigen, damit in der letzten Zeit keine Videos gekommen sind, da ich keine Zeit dafür gehabt habe. Verkaufen. Aber jetzt werden wieder viele Videos kommen. Das müssen wir noch umstellen. Das aus. Spiel speichern, immer ganz wichtig. Da haben wir ja das manuelle Ankuppeln mit drauf. So, den stellen wir an den Feldrand, damit wenn der Drescher voll ist, gleich abgetankt werden kann. So. So Leute, nun zeige ich euch, was für eine Mods ich habe. Kommen wir gleich mal zu den coolen Mods. Hier habe ich eine Reihe von MP-Tracks mit drauf. Fan 936 Vario, 936 Vario Black Beauty, Class Axon 800, Class Axon 900, Class Xerion, Settletrack, Deutz, Agotech, Fan 1050, Vario 800, Vario 900 Favorite, was ist das für einer? Fiat Dagri 180 und 90, Challenger, John Deere 8R,
John Deere 4850, 4155, MS Ferguson 362, ja, wieder ein MP-Truck, wieder einer, ein Ursus, Fendt 1050, John Deere, wieder ein paar MP-Trucks, das war mal von den Traktoren, haben wir hier ein paar LKWs, MAN, Hakenlift, normal mit Sattelplatte, auch mit Sattelplatte, mit Container, mit Ladefläche, Hakenlift und noch ein MZ5516. So, das DPD-Pack haben wir drauf, dann das Transport-Pack haben wir drauf, bei den Kiefern habe ich ein paar, da die Fliege, dein Bergmann-Ladewagen, dann das Altürner-Pack, das Sattel-Track-Pack von Krampe, das Joskin-Pack mit der HKL oder WPS, Wechselbrücke, so einen Anhänger, ja, so einen und so einen. So, was haben wir bei den Spritzen? Habe ich das Horsch Back drauf, Teleskoplader, habe ich das CSZ-Back und den JZB und den Turbofarmer und noch den Pressel und Ladequaderbein. Ja, bei den Tieren habe ich nichts Diverses. Ist das Palettenbefüllungsanlage, Fliegel HKL, Kraftstofftank, Adapter, den Linde Stapler und noch ein paar Tank. So, dann haben wir noch hier einen Fliegelanhänger, dass er das Fortuna-Pack. Bei den platzierbaren Objekten habe ich noch das Beinlager, das Hackschnitzlager und noch ein paar Multi-Displays. Dann das Custom Roadpack. Ja, und das war's eigentlich. Und das Multi-Holmer-Pack. Und sonst habe ich eigentlich nichts. Und hier noch einen Big X Beast und noch einen Big X 480 bis 630. Ja, bei den Erntemaschinen habe ich nur den John Deere. Was haben wir sonst noch so? Bei den Düngerstreuern habe ich vom Horschbeck. Dann von der Sämaschine, das wird jetzt cool. Von Horschbeck und ah, das habe ich leider nicht mit draufgenommen. Muss ich mir aufschreiben, damit ich das nächste Mal mit draufnehme. Hier vom Horschbeck. Da nichts. Da das Gülle-Transportback. Dann von Horsch. Und das Sattel-Track. Hier habe ich nichts. Habe ich auch nichts. Hier habe ich einen Fendt. Sammelwagen, dann von Lelly. Ja, was haben wir denn hier? Einen Autoload, Fliegelholzanhänger, dann den Woodchipper, eben vom IT-Runner-Pack und noch ein Fendt 209 Force Edition. Ja, das war's eigentlich schon. Der ist bald fertig, dann können wir gleich mal den Fan schnappen und uns einen Ladewagen mieten. Denn wir haben nur 39.000. Oder kaufen wir uns den hier. Ach, kaufen wir uns den hier. So, den kaufen wir schnell. Dann kurz speichern nicht vergessen. Da muss
ich kurz umstellen. Normal, aus, aus, aus. Speichern. Aus. Das hier an, das aus, das auch aus. Okay, speichern. Dann gehe ich mal den Ladewagen holen. Rundumleuchten nicht vergessen. So. Freut euch bestimmt schon auf den LS19, oder? Oh, die Zapfhülle müssen wir auch noch anpassen. Wie geht das? Q, Y. Okay. Dann fahren wir mal das Stroh aufsammeln. Das, was ich nur vergessen habe, ist das Farming-Tablet. Und zwar haben wir hier das Bunker-Silo, haben wir hier oben, dann das Tierstatus, dann die Ballenlager und so, Strohlager, Fabrikskript, dann das Farming-Silo. Und das Forsch haben wir noch hier oben. Ja, das ist eigentlich schon. Ja. Oh. Müssen wir einen Kredit aufnehmen, sorry. Aber das zahlen wir bald zurück. Warum haben wir so viel Kredit? So. Dann gehen wir mal den Drescher abdanken. So. Lass du stehen bleiben. Jetzt bleibt er stehen. Das Coole an Cosplay finde ich, damit das besser geht als wie der Helfer, weil der Helfer, ja, der ist noch nicht so gut programmiert. Der fährt immer gegen die Mauern und so. So, dann können wir schon mal auf die Seite fahren. Jetzt hat es kurz geleckt. Haben wir einen Fehler? Oh, achso, das ist nur das Bild von dem hier. Was wollte ich noch schauen?
Wegen einem Schwader. Was kommt mehr? Oh, nur sieben. Ich geh mal schnell den Mieten. Dann hole ich den schnell. Ich bin ja schon gespannt, wann die Sibasusum zum Herunterladen kommt, weil ich kenne einen YouTuber, der spielt da. Ich will jetzt keine Werbung für ihn machen, aber werdet ihr bestimmt kennen. Der spielt die Map, die würde ich auch gerne spielen als zweites Projekt. Und ein drittes Projekt habe ich auch noch, und zwar ein Multiplayer-Projekt, aber der Patrick, der was da mitspielt, der hat keine Zeit heute zum Aufnehmen. Sonst dann hätte ich eh schon eine Folge heute aufgenommen. So, falsche Taste gedrückt, da ich spiele ja mit Tastatur, aber im 19er werde ich mir das G29 oder das LS Linecraft kaufen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das LS Linecraft habt oder ein Logitech G27, G25 oder G29 Linecraft. So, das können wir jetzt schon aufbauen. Feld Nummer 20 brechen. So. Feldarbeit einstellen, zum ersten Wegpunkt fahren und viel Spaß. Oh, hier haben wir eine Zapfwelle vergessen. Oh. Stehen bleiben. Oh, oh. So. Sorry. Oh, das war keine gute Idee. Machen wir 20. So. Der ist bald fertig, sehe ich. Was haben wir denn noch für ein Feld? Lass uns kurz schauen. Das Feld Nummer 1. Was ist denn? Hä? Warum baut er das immer ab? So, was ist denn hier drauf? Auch Feld, Gärten. Ist wieder auch kein gutes Timing. Thank you.
es euch gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ciao, bis zum nächsten Mal, haut rein.